Vor langer Zeit lebte einmal ein kleiner Junge. Sein Name war David. David war der jüngste von 8 Kindern. Während seine älteren Brüder gegen die Philister im Krieg kämpften, hütete David die Schafe seines Vaters. Er beschützte die Schafe und das nur mit ein paar wenigen Steinen und seiner Steinschleuder. Eines Tages besuchte er seine Brüder im Heerlager. Als er dort ankam, trat gerade Goliath, der stärkste und größte philistische Kämpfer, auf der anderen Seite des Hügels hervor. Mit höhnischer und lauter Stimme rief er hinunter: "Ihr Feiglinge, kämpft gegen mich! Oder hat euch euer Gott etwa verlassen?" Die Israeliten zitterten vor Angst. Doch David wurde so zornig, dass er das nicht auf sich sitzen lassen konnte. Machte sich Goliath etwa über seinen Gott lustig? Schnell lief er zu König Saul und bat ihn darum, gegen Goliath zu kämpfen. Zögerlich gab er dem Wunsch Davids nach. Er gab ihm Schwert, Schild und Rüstung und ließ ihn ziehen. Wenig später merkte David, dass das Schild viel zu schwer, das Schwert viel zu groß und die Rüstung ihn nur beim Gehen behinderte. Er legte alles ab, zog sein Hirtengewand an und nahm wieder seine Steinschleuder. Unterwegs sammelte er 5 flache Steine. Diese steckte er in seine Tasche. Schon von Weitem sah er Goliath auf sich zukommen. Dieser lachte höhnisch: "Du Wicht, du möchtest gegen mich kämpfen? Dich zerquetsche ich mit einer Hand. Dich werde ich den Tieren zum Fraß vorwerfen." Doch David blieb ganz ruhig. Blitzschnell nahm er einen Stein aus seiner Tasche, legte diesen in seine Steinschleuder und zielte genau auf die Stirn von Goliath. Der Stein traf ihn genau zwischen die Augen und Goliath fiel tot um. Als die Philister das sahen, liefen sie so schnell sie konnten. Die Israeliten aber feierten ein Fest. Und manchmal können kleine Menschen mit Gottes Hilfe ganz groß sein.